Wir haben ja das Experiment gemacht, wer gibt mir 1000 Stutz einfach so. Ich hätte nie gedacht, dass sich da jemand meldet, ist mal wieder so ein bisschen im Flux. Aber tatsächlich, der junge Mann hier, er hat gesagt, oh, ich gebe 1000 Franken Adrian Nicoli von St. Gallen. Wieso gibst du 1000 Stutz einfach so? Ja, die Kollegen haben gesagt, das machst du eh nie. Und ja, dann habe ich gesagt, doch, das mache ich. Und dann habe ich angerufen. Jetzt ist es so wie gekommen. Und jetzt bereut das wahrscheinlich ziemlich fest. Nicht nur, die Kollegen müssen auch zahlen. Ah, die zahlen dann mit? Ja. Der eine 200, der andere nochmal 200 und den Rest muss ich zahlen. Also weil sie dir eigentlich nicht zutraut haben, dass du wirst zahlen? Sie haben es nicht zutraut. Finde ich grossartig, so Aktionen. Aber wenn ich jetzt das Geld wie einsache, ich glaube, dann würde die ganze Ostschweiz sagen, ja, das ist echt der Keller wieder, oder? Jetzt hat er auf 1000 Stutz. Das geht irgendwie nicht. Spenden muss. Wann tun wir es? Das weiss ich auch nicht. Komm. Wir machen einen Aufruf, ist gut? Gut, ja. Machen einen Spendenaufruf. Wo sollen wir die 1000 Stutz anspenden? Sagen Sie uns, schreiben Sie uns an wachmacher@radiofm1.ch. Und ja, wir schauen dann, oder, was dir am besten passt. Gut, ja. Dort anspenden wir es. Adrian Nicoli mit seinen Kollegen 1000 Stutz einfach so. Das ist ein Mann.